So, hallo ihr Lieben, da ist er wieder, Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach und diesmal Vlog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir das wirklich schöne Thema, das Ende des Opferstatus. Ist mal keine Frage, sondern Thema, was ich mal machen wollte. Es ist ja so, wenn man in diesen toxischen Beziehungen war, oder überhaupt, wenn man eine Beziehung war, häufig, und da passiert irgendwas Blödes, dass man sich so als Opfer fühlt. So. Und das ist erstmal total okay, weil wenn sich jemand komplett asozial daneben, wenn er euch anlügt, hintergeht, also erstmal könnt ihr da gar nichts für, ne? Das ist die Entscheidung der entsprechenden Person gewesen, das habt ihr auch nicht hervorgerufen, das ist einzig und allein die Entscheidung der Person gewesen, die vielleicht Handlung XY ausgeführt hat, ne? Das ist mal ganz klar. Da gibt es auch kein Vertun und ich meine, es ist immer dieses Thema in einer Paartherapie, dann geht jemand fremd und natürlich muss man an irgendeiner Stelle auch mal gucken, ja, was ist denn in einer Beziehung passiert, dass es vielleicht wahrscheinlicher gemacht hat oder irgendwie erleichtert hat oder was auch immer, aber das, also wenn jetzt nur, für mich mal gehen auch beide fremd, aber wenn jetzt einer fremd geht, dass der die Entscheidung trifft, fremd zu gehen, ist die Entscheidung nur eines Menschen. Also das kann man nicht anders sagen, ne? Aber gut, darauf wollte ich heute gar nicht eingehen. Das heißt, sich da mal erst als Opfer zu fühlen, also meinetwegen sich erstmal als Opfer zu fühlen, zu sagen, ja, war scheiße, ist ja auch schon ein wichtiger Schritt, zu sagen, war scheiße, bin ich kacke behandelt worden, war ich wieder zu nett oder ich weiß nicht was, was man halt immer so denkt, gerade als Pluspol. Und das ist erstmal, finde ich, total in Ordnung. Aber wir wollen ja hier ein, wie soll ich mal sagen, wollen uns damit ja nicht zufrieden geben hier auf dem Kanal mit sowas. Wir wollen ja, ja, würde ich mal sagen, das soll ja hier Bundesliga sein, sag ich mal, ne? Da muss man irgendwann mal weitergehen. Da muss man irgendwann mal sagen, ich steige aus dem ganzen Kram aus. Das heißt natürlich vor allen Dingen, dass man nicht aus Wut und Zorn selber Täter wird, nur weil man irgendwas Blödes erlebt hat. Also das ist schon mal überhaupt keine gute Idee. Das heißt auch nicht, dass man sich wieder zurückgeht und wieder scheiße behandeln lässt. Aber was es bedeutet, ist eben, also es ist ja auch dieser Weg, den ich immer wieder sage, Standard zum Dealbreaker, die Geschichte aus Modul 1, also sich hinsetzen, sich nicht mehr scheiße, also Grenzen einziehen, abgrenzen, Trennungskompetenz zeigen. Also es geht aber nicht nur um Beziehungen, es geht auch um Freundschaften, Arbeitsbeziehungen, was weiß ich, sich einfach nicht mehr verscheißern lassen und sagen, ey, ist mir kackegal, ihr könnt im Eck springen. Ich lasse mich nicht mehr verscheißern, so, ne? Und das ist aus meiner Sicht der Punkt, wo man diese Opfergeschichte verlässt, wo man sagt, ja, ich bin in der Lage, was auch immer kommt, ob das jetzt von, dass Freunde sich blöd benehmen oder was weiß ich, darauf eine Antwort zu finden, die angemessen ist. Das muss jetzt keine Antwort sein, die das Ganze noch anheizt oder es geht auch nicht darum, dass man gewinnen will gegen welche Leute, sondern es geht einfach darum, zu sagen, was auch immer das Leben hier anwirft an mich, ich werde einen Weg finden, damit umzugehen, also whatever, ne? Und meiner Ansicht nach können gerade diese ganzen Schwierigkeiten, die man vielleicht hat, also gerade wenn man in dieser Chaosphase ist, von der Umprogrammierung des Liebeschips, man versucht seine Co-Abhängigkeit in den Griff zu kriegen, man sagt nicht mehr überall ja, man sagt klare Neins, die Leute regen sich auf und ich weiß nicht was. Man macht sein Ding, man lebt sein nice, geiles Leben, die Leute sind vielleicht neidisch und und gerade dann ist manchmal gerade diese ganzen Schwierigkeiten, die da auftauchen, wo vielleicht sich Leute in eurem Leben manifestieren, die so an der Täterseite sind, kann dann gerade dazu führen, dass man endgültig sich befreit von diesem ganzen Kram, ne? Dass man, oder was heißt endgültig, aber dass man an den Punkt kommt, dass man mit jedem Anwurf sozusagen selbstbewusster wird und sagt, ey Leute, leckt mich alle am allerwertesten, ich mach mein Ding irgendwie so, ne? Und insofern können dann gerade diese ganzen
Sachen, die einem da vielleicht passieren können, einen immer stärker machen. Das ist vielleicht ein Prozess von vielen Jahren, ne? Das geht jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen, aber das ist meiner Ansicht nach das Ende von sich als Opfer fühlen, dass man sagt, ja, auch wenn Leute mich zum Opfer machen wollen, ja, mach ich nicht mit. Mach ich nicht mit. So, und ja, oder was weiß ich, natürlich kann jemand mal irgendwie, euch kann jemand die Geldbörse klauen oder ich weiß nicht was, oder natürlich kann das, also man kann nicht alles lösen, aber man kann sagen, ja, ich komme mit allem irgendwie, weil ich klarkomme, es wird, das Leben geht weiter, ich lasse mich nicht unterkriegen, so, ne? Also man kann, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man, vielleicht kann man auch so Anziehungspunkte schaffen, dass einem das gar nicht mehr passiert, das kann natürlich sein, aber im Moment in dieser 3D-Kumulationszeit, die wir hier haben, ist es, glaube ich, schwierig. Aber ja, also man kann nicht alles kontrollieren, also man kann sowieso ganz viel, das Allermeiste im Leben kann man nicht kontrollieren, aber haben ja schon viele schlaue Köpfe gesagt, man kann vielleicht kontrollieren, wie man drauf reagiert und das ist ja schon irgendwie eine ganze Menge so, ne? Also insofern, wenn ihr da Scheißbeziehungen hinter euch habt und weiß nicht, die Leute euch die Butter vom Brot nehmen wollen, dann sagt ihr nein. Also ich würde jetzt auch nicht eigene Spielfläche immer sauber halten. Also ich würde immer raten, selber wirklich fair zu spielen, aber in der Sache auch mal knallhart, ne? So, und ja, und das kann, auch das hatten wir letzte Woche auf dem Bootcamp-Thema, das kann zu Phasen führen, die echt recht chaotisch sind, weil Leute in eurem Leben vielleicht noch gewohnt sind, dass ihr euch immer klein beigebt und dann sehr erstaunt sind, dass ihr es nicht mehr tut. Ne? Und das dauert vielleicht ein bisschen, bis dann Leute im Leben sind, die das euch respektieren und akzeptieren und so weiter. Lasst euch nicht unterkriegen und hoffe, war verständlich, was ich gesagt habe. Freue mich über Kommentare, freue mich natürlich über eine Kanalmitgliedschaft. Sind wir ein paar dazugekommen. Ansonsten einfach über Abos, das ist ja umsonst, und Likes und Kommentare und denkt an den 28. August, da gibt es mal eine ganz neue Geschichte. Ja, freue mich euch, dann vielleicht, also liebe Chip Party, einfach nicht hinzukriegen, so aufgrund Corinna oder Corona, aber wir werden weiter Bootcamps machen und freue mich euch da zu sehen. Gegenwärtig planen wir eins in Murnau und eins im schönen Berlin. Da müssen wir noch gucken, wo genau. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. Ich persönlich finde aber, dass man im Heute alles mal ruhen lassen kann. Muss man. Ihr könnt die Beziehung nicht fortsetzen. Es muss ruhen.